Einen wunderschönen guten Tag da draußen an alle begeisterte Formel 1 Fans zu einem richtig geilen Kurs auf dieser Welt und zwar zum großen Preis von Österreich hier in Spielberg. Die Überraschung war im Qualifying perfekt, denn zwei Honda Motoren starten hier auf einer Highspeed Strecke in der ersten Startreihe. Dieser Mann, Fernando Alonso, hat es geschafft und die ganze Fahrer-WM nochmal kurz zusammengefasst für euch. Wir führen aktuell die Fahrer-WM an mit 166 Punkten vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die jeweils 93 und 87 Punkte haben. Können die hier ein paar Punkte aufholen oder nicht? Die Startaufstellung verheißt für die zumindest absolut nichts Gutes, denn Alonso und ich starten in der ersten Reihe, gefolgt von Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und auch Kimi Räikkönen. Ich vermisse da vorne schon einen Fahrer in den Top 10 und das müsste in meinen Augen Esteban Ocon sein. Felipe Massa mit der ersten Grid Penalty auf der 16 und Esteban Ocon startet, wie ich es bereits richtig gesehen habe, von Position 18. Ist hier der Doppelsieg möglich oder nicht? Was erwartet denn Chef von mir? Wir sollen natürlich auf dieser Position aufbauen. Das bedeutet eine Zwei-Stop-Strategie. Es ist immer stark bewölkt im Rennen. Okay, das ist eigentlich ein positives Zeichen. Wir sollen zwei Stops fahren. Wir könnten aber auch drei Stops fahren. Wir haben auch die freie Reifenwahl. Das bedeutet, ich könnte auch mit den Supersoft-Reifen starten. Wäre auch eine Alternative. Und dann am Ende zweimal mit Ultrasofts fahren. Safety Car ist ausgeschaltet nach wie vor. Das habt ihr auch so ein bisschen mitentscheiden können jetzt für dieses Rennen eigentlich erst. Aber ihr habt das, die meisten haben es unter Monaco halt geschrieben. Das heißt, das bedeutet für uns natürlich, die Strategie können wir jetzt machen, ohne Einfluss auf den Safety Car zu haben. Deswegen würde ich eigentlich auch wirklich dabei es belassen und sagen, komm, wir nehmen wirklich zweimal die Ultras und einmal die Supersoft. Ihr seht auch schon, dass man sieht, ich habe einen erhöhten Reifenverschleiß hier, und zwar deutlich, der mich hier mal so ganz über 10 Sekunden langsamer macht. Und das fällt dann doch schon auf. Von der Benzinlast soll ich hier deutlich weniger Benzin mitnehmen? Nein, das werden wir nicht. Ich habe bis auch ein bisschen in den Baku gelernt, und nicht so wenig Benzin mitzunehmen. Wobei, wenn der Alonso mich so ein bisschen oder die Konkurrenten ein bisschen aufhalten kann, minus 2 Runden. Regnen soll es nicht, man kann hier schon einiges auf Fett fahren. Na komm, ich nehme ein bisschen mehr mit, 98,4 Kilogramm. Ich will nicht unnötigen Ballast mit mir rumschleppen. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, okay, wir fahren 71 Runden, wir nehmen jetzt hierfür... Also wir nehmen 105 Kilogramm mit, da mache ich mich um 7 Kilogramm schwerer. Nein, danke. Unnötiger Ballast in meinen Augen einfach nur. Wie gesagt, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, starten wir in die Einführungsrunde. Mal schauen... Und die Top-Teams waren ja auch alle mit den Ultrasofts. Jeder hat eigentlich hier freie Reifenwahl. Wir wollen nicht stehen bleiben. Das ist ein wichtiges Zeichen. Wir wollen auch nicht stehen bleiben. Und was ich auch hoffe, ist, dass Alonso nicht wegen einer technischen Auswahl hier stehen bleibt. In der letzten Saison ist es nämlich passiert. Und Alonso ist so ein bisschen auch der Pechvogel. In dieser Saison schon wieder. Also... Er soll mal richtig dicke, fette Punkte holen. Klar, wir stehen noch in der Konstrukteurswertung aktuell mit McLaren. Und zwar nicht mit gerade wenig Punkten. Und wir müssen noch die Punkte eigentlich draufaddieren bei Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Das habe ich in der Grafik jetzt eigentlich nicht gemacht. Mal schauen, ob ich hier dominieren werde, das Rennen, oder ob ich hier doch die ein oder anderen Probleme bekomme. Denn das Setup hat sich ja nicht so unbedingt wohl... nicht so wohl gefühlt, oder ich habe mich nicht so wohl gefühlt mit dem Setup. Deswegen, das kann aber im Rennen wieder ganz anders aussehen. Frontflügel ist auf 6, Heckflügel wiederum nur auf 2. Mal schauen, wie sich das auf die Tops, auf den Topspeed auswirkt. Weil hier gerade in den Kurven, gerade in dieser Linkskurve habe ich viel Unterscheuen immer gehabt. Und 71 Runden ist eine lange Renndistanz. Nochmal schön die Bremse auf Temperatur bringen. Weil der sollte ja gleich übernehmen. Genau. Bremsen sind auf optimaler Temperatur. Die Reifen bringe ich eigentlich nie auf Temperatur. Denn in der Einführungsrunde wird der Reifenverschleiß auch simuliert. Deswegen halte ich die Temperaturen immer sehr, sehr schön niedrig. So, wir starten von der rechten Seite. Das heißt, wir können Fernando Alonso gleich mal attackieren. Und dass beide McLaren Honda auf 1-2 auf einer Highspeed-Strecke steht, das ist echt immer so ein kleines Wunder. Das müsste echt auch so sein nach drei Saisons.
Also Alonso spürt die auch die Verbesserung am Auto immer, immer mehr. Man merkt einfach, dass Alonso der Qualifier ist in diesem Spiel. Deswegen stehe ich auch nicht auf der 1. Das Qualifier war ja auch unter Intermediates-Bedingungen, besonders Q3. So. Die Ampel geht jetzt schon mal an. Der große Preis von Österreich beginnt. Spannung oder Langeweile? Alonso kommt jetzt nicht unbedingt besser weg. Alonso behält die Führung und Vettel ist hinten dran. Vettel hinten dran. Hamilton jetzt vorbei. Und Alonso, wir können richtig geil Alonso schon attackieren hier. Hoch zur Kurve 2. Philipp verhaut den Bremsen. Ich muss um die Kurve noch kommen. Bin vorbei an Fernando. Ich bin vorbei. Ich habe die Führung übernommen. Alonso hat P2 behalten. Wird jetzt unter Druck gesetzt von Lewis Hamilton. Also Lewis Hamilton will es wissen. Und ist vorbei. Hamilton jetzt mein Gegner. Und nicht mal Alonso. Alonso der Verlierer des Starts. Wir der Gewinner, genauso wie Hamilton. Der müsste von P4 aus gestartet sein. Ist auch ein großer Gewinner. Hoppala. Der Körper ist auch nicht zu unterschätzen. Und jetzt heißt es 71 Runden lang verteidigen. Gegen Hamilton. Oder können wir uns sogar absetzen? Das wird jetzt die entscheidende Frage sein. Alonso nach wie vor auf P3. Das ist wichtig. Hat aber den Start eigentlich nicht in Kurve 1 verloren. Er hat ihn hier oben verloren. Kurve 3, Kurve 4. Früher war das Kurve 2 und Kurve 3. Bei dieser Linksknick ist es auch offiziell eine Kurve. Und hier muss ich muss meine Bremsballons wieder verstellen. Sehe ich gerade. Der ist noch nicht aktiviert. Trotzdem spüre ich schon einen Hamilton im Nacken. Alonso ist eigentlich normal gut weggekommen. Also Hamilton wird mein Gegner werden in diesem Rennen. Also der WM-Kampf mal wieder aufs Neue wird ja hier entbrannt. Das ist so ein bisschen die KI-Schelle hier. Und nicht meine Ecke. So, gleich ist das CS aktiviert. Und damit Hamilton noch mehr Druck ausüben wollen. Auto rutscht sehr, rutscht wirklich sehr. Hamilton fährt eine 1.10.1, wir fahren eine 1.10.4. Alonso ist langsamer unterwegs. Hätte momentan noch keinen, der ist, um sich zu verteidigen. Und das ist ein Problem, weil ihm wahrscheinlich Vettel noch am Arsch klebt. Ja, ich verbremse mich wieder hier. Aber war schon besser als die Runden davor. Die DS-Zonen sind hier relativ kurz und Alonso hat die Position gegen Vettel schon verloren. Alonso wird gerade durchgereicht. Durchgereicht. Im Klassement. Also absetzen kann ich mich nicht von Hamilton. Aber Hamilton setzt mich auch momentan nicht unter Druck. Nach 3 Runden. Naja, 5. Gang ist da sogar ein bisschen besser. Eine 1.10.3. Und so langsam bin ich in meinem Rhythmus drin. So, jetzt müsste Alonso aber auch wieder DRS haben. Erster Sektor, klar, eigentlich unser Land. Von der Leistung her müsste aber Hamilton den besseren Motor haben. Aber den Benzinverbrauch, den könnte Hamilton hier zu schaffen machen. 70% Vollgasanteil. Hier früh ans Gas gehen. Hamilton keine Chance lassen. Vettel hat schon 2,6 Sekunden Rückstand und Alonso wird weiter durchgereiht.
Scatus 7, Kollege. Fernando ist auf B5. Der Abstand zum Team 4 beträgt 2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Letzte Rundenzeit lag bei 1.11.7. Eine 1.11.7, das ist sehr langsam, Kollege. Ich fahre hier vorne 1.10.0er Zeiten. Und wir fahren hier auf Standard. Wieder korrigieren müssen mit dem zweiten Gang. Also Kurve 3 momentan mein Problem. Ja, und wir sparen jetzt schon Benzin. Damit entlasten wir auch so ein bisschen die MGUK und ich will auch ein bisschen vielleicht den Verbrennungsmotor noch schon. Hier muss ich aufpassen, da darf ich nicht zu weit rauskommen, sonst heben wir da ab. Und das will ich da nicht. Vettel verliert auch auf uns jetzt Zeit. 3 Sekunden. Helmut mit großen Problemen im Baku unterwegs gewesen. Reifenplatzer, Frontflügelschaden bei der Überrundung von Daniel Kwiat. Leichtes Übersteuer nach wie vor. Klar, wir fahren mit weniger Heckflügel. Sollte mich jetzt nicht wundern. Trotzdem Sektor Bestzeit. Hier oben herrscht richtig guten Grip. Und Hammond tut sich schwer. Der tut sich richtig schwer. Aber vielleicht sind wir gerade so ein bisschen auf der gleichen Strategie unterwegs. Wir wollen beide Benzin sparen. Ja, sieht so aus. Der Fall wird weniger. Er wird weniger. Das heißt, er fährt momentan auf Mager. Nach der schnellsten Runde kam da jetzt nichts mehr. Zustand des Autos. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin mit ihnen umgehst. Genau, mein Reifenverschleiß, wie bereits schon im Qualifying erwähnt, ist ein Problem. Neue schnellste Runde. Wir fahren momentan schnellere Runden. Das heißt, das Auto wird nicht langsamer von den Reifen her. Wir werden den Gegenzug immer schneller. Gut, groß abkürzen kann man hier fast nicht. Man kann höchstens zu weit rauskommen. Letzte Kurve zum Beispiel ist das sehr, sehr schnell möglich. Beziehungsweise die beiden letzten Kurven ganz besonders. Aber da kann man auch viel Reifen liegen lassen. Momentan steht jemand in der Kurve 1, das ist Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, der erste mit technischem Ausfall. Auto da war komplett am Driften in der Kurve. Hier muss ich aufpassen, da habe ich auch einen Fehler im Qualifying gehabt. Vettel noch weiter zurückgefallen, 4,1. Hier die Kurven meine ich. Ja, gelb in Sektor 1 immer noch. Da hinten steht er. Hier herrscht Überholverbot. Okay, alles klar. Also aktuell heißt es ja, kontrollieren das Rennen. Wir werden auch ultra, ultra super fahren. Wir werden nicht ultra, super, ultra fahren. Ich werde Hamilton den Attacker nicht geben wollen. Wir müssen aber jetzt natürlich auch Vorsprung herausfahren, damit wir die Ultra-Softs auch ausreizen können. Also ein Vorsprung, am besten in so einer Lücke wieder rauskommen. Das wird wichtig sein. Das sind immer die größten Gefahren eines Top-Teams, wenn du halt einen Undercut machst. So, am liebsten würde ich mich jetzt doch mal ein bisschen absetzen wollen von Hamilton. Am besten denjenigen, die rausdrücken aus dieser Sekunde. Aber versucht das mal hier in Österreich. Ich kriege jetzt relativ kurz.
6 Zehntel. Da müsste ich jetzt richtig angasen. Ja, angasen, aber nicht quersch gehen. Aber auch Mercedes hat ja eine Aerodynamik abgegradet. Bisschen mehr Drehzahl jetzt auch erlauben. Und den Körper rechts sollte ich eigentlich vermeiden, auch noch aus der ersten Saison. Falls ihr euch daran zurückerinnern könnt. Okay, 9,3, das ist schon viel. Auch hier kleiner Fehler, ich kann mich nicht absetzen von Hamilton. Der bleibt stur hinten dran. Ja, schon Fehler in Kurve 1 und schon bringt mir die schnellste Rennrunde gar nichts mehr. Er kommt nicht ran, er kommt nicht ran. Auch in Österreich nicht so ganz einfach zu überholen. Aber einfacher als zum Beispiel in Monaco. Er in die Kurve reingedriftet. Vettel 5,6 Sekunden zurück. Ist gerade so noch drauf gewesen auf der Rennstrecke. ...10,3... Vettel hat eine Lücke auf den Vierplatzierten. Scattos Teamkollege. Also wir sind 7 Zehntel schneller. Ja, also aktuell würde ich im Feld rauskommen. Alonso ist ein guter Indikator für mich momentan. Also jede Runde 7 Zehntel reicht eigentlich nicht. Das muss mehr werden. Fahrer hinter mir. Der macht nur zwei Stops, okay. Fährt auch 10,3. Also wir schenken uns eigentlich gar nichts. Im Renntrimp. Ja, ich will momentan bei dieser Vierergruppe da rauskommen. Reifenverschleiß sieht gut aus. Der ist wahrscheinlich sogar niedriger als erwartet. Kurz mal nach hinten schauen, ist Hamilton noch da? Ja, der ist leider noch da. Wieder gelb im ersten Sektor. Da skiert wieder irgendeiner. Aber er fährt schon. Er könnte Plattfuß sein. Es wird ein Plattfuß sein. Da gehe ich mal stark von aus. Hey, er fährt sehr langsam um den Kurs. Also 13 Runden und schon die KI hat hier ordentlich Probleme. Hier ist grün, da wird gleich wieder gelb kommen. Da vorne fest der. Gelb. Das ist Stroll. Hamilton hat sich für rechts entschieden, ich habe mich für links entschieden. Weil das ist ganz klar Reifenschaden.
hoffe, dass die KI da jetzt keinen Blödsinn baut. Und dass da alle Topfahrer ohne Probleme und ohne Bedenken vorbeikommen. Sieht aber gut aus. Kein Ausfall, was vermeldet wird. Aber der braucht sehr lange natürlich für die Boxengasseneinfahrt. Der Stroll. Aber er fährt noch, er fährt noch. Ich hoffe, dass er auch abbiegt. Weil wir werden ihn, glaube ich, noch einmal sehen. In diesem Rennen. Beziehungsweise bevor er in die Boxengasse abgebogen ist. Ganz gefährlicher Ausgang. Ich meine, der ist es kaputt. Okay, danke für den Hinweis. Ich habe mir fast gedacht, dass wir uns hier wieder sehen. Und so war es auch. Brandgefährlich. Dadurch habe ich jetzt die Sekunde quasi geschenkt bekommen, ja. Was ich jetzt hoffe für Hamilton ist, dass er sich den Vollflügler nicht angeknackst hat. Das wäre jetzt bitter. Scardos Teamkollege. 15,4. Der ist nur auf P9. Alonso fällt in den alten Trott zurück. Und ich merke meine Hinterreifen. Oh je, das könnte jetzt langsam kritisch werden. Also ein bisschen was rausfahren muss ich noch auf Alonso. Hamilton ist jetzt klar der Schnellere. Ich will auch deswegen die Ultrastops nicht zum Schluss haben, weil wir da nur noch im Überrunden sind. Aber wir haben schon mal die Hälfte eingespart vom Benzin und wir haben nicht mal die Hälfte gefahren. Wir sind gerade mal in Runde, ja, 16. Runde 16. Wenig Spannung drin. Aber das erwarte ich leider auch nicht mehr anders in dieser Saison. Hamilton ist dran. Hamilton ist dran. 10-3. Also der Reifen baut auch nicht ab. Von der Rundenzeit her. Ich übe schon mal so ein bisschen das Abkürzen für die Profikarriere. Da müsste ich allerdings hier in der Cockpit-Ansicht fahren. Also Vettel mit 7,3 Sekunden jetzt auch sehr schnell unterwegs wieder. Fängt auch wieder an, ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Gut, Hamilton drückt die ganze Zeit schon ein bisschen aufs Tempo. Der bleibt auch hinten dran, der ist hartnäckig.
Fährt er dieses 14. Laufgold im Mittelteil? Wir haben noch einen frischen Ultra. Wir müssen sogar noch zwei frische Ultrasofts haben. 17.4. auf Vettel. Da hinten ist schon jemand an der Box. Scato Sim, Kollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt. Fernando ist auf P8, 15,5 Sekunden. Sie fahren mit beiden Ultrareichen durch. Die letzte Rundenzeit. 10,7. Also, ein paar größere den Vorsprung ist nicht mehr unbedingt. Der Vorsprung, ja, 3/10 halt. Das 15,5, das reicht ja nicht für einen Boxenstopp. Weil ich natürlich auch machen kann, ich könnte als letzter abbiegen. Als letzter der Top-Leute. Das wäre eine Maßnahme. Helmut wird auch noch weiter. Rennstrategie. In 3 Runden, okay. Mal ein bisschen mehr Benzin ist rausposaunen. Also Runde 22. Also ich könnte länger fahren. Bisschen zu weit rausgekommen. Die Steuerelektronik leidet ja auch ein bisschen. Gelb ist in Sektor 2. Ocon ausgeschieden. Der zweite technische Ausfall. Aber auf jeden Fall. Der Hypersoft hat so seine erste Bewährungsprobe bekommen für die neue Saison. Also im Qualify wird der gut sein, aber man hat die Befürchtung, dass der im Rennen extrem abbauen wird. Das sagen zumindest die Teams, ja, nach den Testfahrten. Interessante Aussage. Also wenn der Hypersoft wirklich so ein Qualifying-Reifen ist, dann bin ich gespannt. Dann könnten die Rennen echt unterhaltsam werden. Sehr unterhaltsam werden. Also wenn ich zum Beispiel nur, ja, ich sag jetzt mal ungelogen, vielleicht maximal 10 Runden schnell ist im Rennen, wenn überhaupt, und du bist dann gezwungen als Top-Team, du musst den Reifen haben, um dich dann zu qualifizieren für Q3, dann wird's interessant. Dann wird's richtig interessant. Und wenn dann halt die Top- oder die Fahrer außerhalb der Top 10 auch nicht so weit weg sind vielleicht von den Top-Teams, ja dann geil, dann erwarte ich eine richtig geile Saison. So, Hamilton ist auch noch weiter gefahren. Weiter hört es so ein bisschen auf uns aufzuholen. Scatos Teamkollege. Ich gebe jetzt bewusst Gas, weil der ist da in so einer Gruppe drin. Also, und bei dieser Gruppe käme ich aktuell gesehen raus. Deswegen jetzt geben wir richtig Gas. Aktuell würde es mir nichts bringen, jetzt reinzufahren. Ein Undercut bringt nur was, wenn ich freie Fahrt habe, Lewis Hamilton. Die wirst du nicht haben. Die wirst du nicht haben. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Leider sehe ich jetzt nicht, auf welchen Reifen der geht.
Ich sehe es eigentlich nur, wenn wenn Vettel auch abbiegt. Und wir sind alle in der Box. Und die Gruppe bleibt draußen. Und da ist Perez auch mit Supersoft-Reifen. Ja, und die kommen da locker vor den raus. Fahrer hinter mir. Perez liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 19,3 Sekunden. Sie fahren mit beiden super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,10,8. 10,8. Wir bleiben draußen. Wir bleiben jetzt strategisch gesehen draußen. Zehn, sechs, okay. Teamkollege an der Box, Perez fährt aber weiter. Und Hamilton fährt auf den Ultrasofts. Fahrer hinter mir. Perez hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 19,1 Sekunden. Sie fahren mit beiden Superweichen. Palmer aus dem Rennen. Der dritte Ausfall schon. 10,3, okay, das fahre ich nicht mehr. Das heißt, jetzt können wir langsam auch abbiegen. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Da steht der Palmer. Brandgefährlich eigentlich. Schön am Limit. Aber so muss das auch. Los, los, los. Da kommt gleich Perez. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Wir sind vor Perez wieder rausgekommen. Und auch vor Hamilton, alles richtig gemacht. Wir haben sogar Zeit gewonnen. Okay, also man verliert hier weniger als 19 Sekunden. Von der Strategie her alles richtig. Auch auf die Ultras zu gehen, alles richtig gemacht. Perez war auch in den Top 10. Ja, da muss der Hamilton erstmal vorbeikommen jetzt. Weil jetzt wird er aufgehalten, jetzt wird Hamilton nämlich aufgehalten. Jetzt wird Hamilton aufgehalten, 2 Sekunden. Natürlich Sektor besser, dem Schusssektor. Okay, Hamilton ist jetzt vorbei, weil Perez abgebogen ist. Aber Hamilton hat verloren. Hamilton hat Zeit verloren. Ne, Perez fährt noch weiter. Okay, hätte es wahrscheinlich Vettel auf. Also Hamilton hat verloren. Durch seinen Undercut. Die Überrundung haben wir auch relativ, ja, super überstanden, indem der auch in die Boxengasse abgebogen ist. Und da warten musste, also auch perfekt für uns. Den habe ich mir auch gespart auf der Rennstrecke. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Ja gut, der will jetzt trotzdem richtig angasen. Also die letzten Kurven waren richtig Spaß mit dem McLaren zu fahren. Neue Bestzeit 1,89. Hamilton drückt es leicht runter, eine Zehntel. Hamilton hat gerade die bislang schnellste
Also es ist so ein kleiner Kampf wieder mit der schnellsten Rennrunde. Vettel auch auf den Ultras unterwegs. Hamilton hat eigentlich das bessere Gesamtpaket als wir. Jetzt kann ich schon die Bremspunkte hernehmen vom Qualifying. Einen inneren Körper würde ich da versuchen zu vermeiden. Ja, den sowieso. Also den Körper da links sowieso, weil sonst tschüss. Hier die Körper könnt ihr ruhig mitfahren, keine Probleme. Ja, die letzte eine Kurve habe ich verkackt. Deswegen auch keine neue schnellste Rennrunde. Vettel bleibt mit seinen 6 Sekunden echt dahinter. Also Reifenverschleiß ist jetzt eigentlich besser als erwartet. Jetzt müssen wir ja natürlich ein bisschen Benzin sparen. Benzinverbrauch, da werde ich eigentlich nicht mehr jetzt, glaube ich, entwickeln. Ich hatte das auch mal überlegt, mir wirklich überlegt. Aber willst du da wirklich nochmal was investieren? Oder lässt es nicht doch lieber so bleiben? Weil eigentlich reicht's, was wir bis dahin dauernd entwickelt haben. Aber wenn der Winkel dieser Rechtskurve nicht passt, da komme ich zu weit raus. Fahrer hinter mir. Aber die Gewichtsreduktion spüren wir. Deswegen werde ich auch da einfach weiter investieren. Weniger Gewicht, bessere Beschleunigung, höhere Endgeschwindigkeit. Was ich mich jetzt allerdings frage, es gibt ja das Mindestgewicht in der Formel 1, was man ja eigentlich immer mehr und mehr erreicht durch diese Gewichtsreduktion. Ja, hier fahre ich auch immer sehr weit raus. Also es gibt ein paar Stellen, wo man das bei mir wieder ankreiden kann. Auch hier, zu weit raus. Bringt mir aber nichts. Bringt mir keine Zeit, im Gegenteil, ich verliere dadurch vielleicht ein bisschen Zeit. Scoutes Teamkollege. Nein, 1,86. Fernando ist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, der muss aber hinten aber auch vorbei. Was bringt ihm diese schnellste Rennrunde, wenn man nirgendwo vorbeikommt? Die ist dann schön für die Statistik, aber der braucht Punkte. Also Hamilton tut nichts gerade auf. Also 3,2, 3,1. Das bleibt. Er verliert jetzt sogar ein bisschen was. Alonso von der Pole und wird durchgereiht. Gar nicht gut eigentlich. Wüsste ich zum Beispiel auch nicht, wo Bottas gerade ist. Wo der sich gerade auffällt. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Also kein Regen, okay.
War auch nicht vorhergesagt. Ja, das Rennen ist auch nicht gerade, glaube ich, für euch das unterhaltsamste. Wieso kriege ich die letzte Kurve gerade nicht hin? Das finde ich jetzt gerade selber ein bisschen blöd von mir. Da komme ich immer jetzt gerade zu weit raus. Bei der ersten Kurve hat sich das deutlich verbessert. Prozent Rennstrategie. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Bei 10 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. 13, okay. Das wäre Runde 44. Und dann mit den Supersofts durch. Also wenn ich auf Fett gehen würde, würde ich hier schnellste Rennrunden wieder fahren. Beziehungsweise, na gut, das nicht unbedingt, aber ich würde meine eigene Zeit verbessern. Ich komme hier immer jetzt zu weit raus. Also Hamilton denkt sich auch, ich komme da nicht ran. Toto, was soll ich machen? Fährt der Typ da echt schon am Limit oder verarscht er mich gerade? Gut, ich weiß ja auch nicht im Umkehrschluss, ob Hamilton gerade am absoluten Limit fährt. Das ist auch so eine Sache. Fährt er oder fährt er nicht am absoluten Limit? Die Reifen sollte ich nicht unbedingt stehen lassen. Dann kann ich vielleicht sogar bald versuchen, im vierten Gang zu fahren. Leichtes Untersteuern. Kein Übersteuern, ja, so liebe ich das. Und 3,3, wenn wir gerade bei den Dreiern sind. Testfahrten sind ja vorbei in Barcelona. Mercedes im Long Run Test eine Sekunde schneller als Ferrari. Das gibt den Roten ein bisschen zu bedenken. Wobei man natürlich auch sagen muss, es sind nur Testfahrten. Das kann dann wieder in Melbourne ganz anders aussehen. Während Ferrari auf einer Runde schnell ist. Und das sollte darum wieder Mercedes ein bisschen zu denken gehen, weil es wird auch der Reifenverschleiß wird so in 2018 eine große Rolle spielen. Das auf jeden Fall. Wer ist auf lange Sicht schnell? Das scheint, macht den Test auf jeden Fall Mercedes zu sein. Aber man darf trotzdem das Qualifying nach wie vor nicht unterschätzen, weil die Dirty Air gibt es immer noch. Das Problem wurde nicht gelöst im Reglement. Das bedeutet, das Überholen wird schwer sein. Das bedeutet, in Australien wird es interessant sein, welche Strategien die Teams fahren können. Das ist das Erste. Und zweitens, wer startet auch vor der Pole Position? Das wird in Australien interessant werden. Also zwei Faktoren, die auch schon in 2017 eine große Rolle gespielt haben, in Melbourne, werden in 2018 genau die gleiche Rolle spielen. Nur diesmal ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn man jetzt die Testfahrten da schon ein bisschen Glauben schenken möchte, dass Mercedes wirklich im Long Run besser ist. Wir werden es eigentlich wirklich sehen im Training 2. In gut einer Woche. Wer wo steht. Da muss man dann wirklich schauen. Ich habe auch das so ein bisschen schon beantwortet bezüglich die Rennvorschuss werden nach wie vor kommen, da möchte ich nichts dran verändern.
gleiches System wie im Vorjahr. Und sonst gab es da noch die Frage mit Livestream nach den Rennen. Ne, das war vermutlich nicht. Mein Livestream-Programm ist jetzt schon, ja, habe ich ein bisschen erweitert. Klar, wir haben jetzt die drei Ligen. Die normale Liga, die PS4-Liga und die Klassik-Liga von der Mulchern F1-Liga. Und dann will ich auch noch eine vierte Liga und ein viertes Ligarennen hosten und noch kommentieren. Na, hosten nicht, aber streamen. Da hat mich jemand mal angeschrieben. Eine PS4-Liga mit über 100 Teilnehmern. Muss ich mal schauen, wie das dann bei euch so ein bisschen noch angekommen ist. Das könnte ich allerdings alle nur zwei Wochen machen. Das wäre dann halt sonntags 20 Uhr. Also so Primetime sonntags. Also Sonntag kann man eigentlich festhalten, wenn immer Streams kommen. Sonntagabend. Entweder der Klassikliga oder die PS4-Liga, die andere PS4-Liga, die wir nicht leiten. Sehr sympathische Leute, die ich da kennengelernt habe gestern bei mir. Und da hätte ich auf jeden Fall schon Bock, weil 100 Fahrer, 5 Ligen, das hört sich immer gut ein. Gerade auf dem PS4-Sektor. So, Hamilton und Vettel, der Vorsprung bleibt gleich. Skatos Teamkollege. Fernando derzeit auf P6, sechster Platz für Fernando. Okay, ja, schon mal, wir ein bisschen besser. Also die Stops sind hier klar verteilt. Ultra super. Nur Perez tanzt aus der Reihe. So, wir nähern uns ja wieder den Boxenstopp so ein bisschen auch. Runde 36, noch, ich glaube, 7 Runden. Also Halbzeit haben wir schon. Und momentan, ja, eine kleine Dominanz. Eine große jetzt nicht unbedingt zu erkennen, weil Hamilton und Vettel, die fahren schon meine Rundenzeiten. Also wir geben uns hier nicht viel. Und bei Red Bull, da funktioniert hier gar nichts in diesem Rennwochenende. Im Gegenteil, jetzt verliert sogar Hamilton ein bisschen Zeit. Jetzt machen wir das Auto mal wieder ein bisschen leichter noch. Bringt eine 10. im ersten Sektor. Also jetzt pushen wir. Wird die MGUK nicht freuen. Energiespeicher freut das hier umso mehr. Das Rennen. Kein Regenrennen. Gut für Energiespeicher. Also eigentlich müsste mal so langsam die Zeit von Alonso fallen. Weil die ist jetzt schon einige Runden her. Aber was habe ich eigentlich im letzten Sektor gezaubert da? 4,0. Jetzt verliert der Hamilton. Und wir kommen davon noch zu den ersten Überrundungen. Also wenn ich hier so auf Fett fahren müsste, müsste ich hier echt mehr Benzin mitnehmen. Also wenn ich so fahren würde wie in der letzten Runde, dann müsste ich echt mehr Benzin mitnehmen. Nur ich habe es echt nicht nötig. Gegen die Konkurrenz hier. Sehr schön durchgekommen. Und nicht zu weit rausgekommen. Perfekt. War schöner Querschgeher.
4,2 Sekunden. Reifen sehen noch gut aus. Verbrennungsmotor 38%. Das kann kritisch werden. Na gut, 12%, was hatte ich am Anfang drauf? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. 27, 28. Aber auch hier in Österreich leidet er so ein bisschen. Hamilton verliert jetzt Zeit, 4,3. Und Vettel auch. Jetzt verlieren sie wieder Zeit. Aber nicht viel. Ach, schaut mal, wer da vorne ist. Boah, ich fahre immer noch 9er Zeiten. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 24,4 Sekunden. 24,4, selbst mein Teamkollege verliert Zeit. Schkatus Teamkollege. Fernando derzeit auf P6. Sechster Platz. Soll man nicht Platz zu machen? Und wenn doch, dann wieder, ja, richtig beschissen. So wie ich das von der KI auch so ein bisschen kenne. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Mir hat aber Zeit gekostet. Hat das DRS nicht ausgleichen können. Ich will eigentlich nicht so weit rauskommen. Ich glaube, ich muss dann mit dem vierten durch. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,4 Sekunden. Sie fahren mit halben Ultraweichen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1,9,5. 9,5 fährt der. Da ist Sainz. Dem sollten wir auch relativ leicht vorbeikommen. Aber erstmal rankommen. Das war schon bei Stroll nicht so ganz ohne. So, jetzt nähern wir uns wieder in den Boxenstopp-Fenster. Hamilton wird vor uns abbiegen. Was sagt die Steuerelektronik? 20, okay, alles gut. Das Auto ist sehr gut im Schuss. Aber diesmal bin ich aber drauf geblieben, mein Gott. Wir nähern uns 4,5. Vettel kommt näher an Hamilton. Also aktuell, wie in der WM, die ersten drei gleich. Ja, quiert der Torpedo, macht keinen Platz. Doch, den Platz musste ich mir aber erkämpfen. Und jetzt verpulvern wir wieder mehr Benzin. Jetzt kommt ja auch der bisschen das Boxenstopp-Fenster. Und natürlich möchte ich mich gegen Hamilton covern. ...9,2. Also Fett bringt im Rennen fast, ja, nicht wirklich viel. Müsste man mal den Topspeed vergleichen. Gut, hier bringen wir das eine Zehnte in jeder Runde. ...5,2...
Mal schauen, wie meine Pace auf den Supersoft-Reifen sein wird. Also aktuell passt die Pace sogar relativ gut. Klar, Hellman hat die älteren Reifen, aber heißt das auch, dass die mehr Prozente runter haben? Also von der Dominanz möchte ich ja auf jeden Fall nicht sprechen. Okay. Ich glaube, Hamilton ist abgebogen. Ja, Hamilton in der Box. Und Vettel auch. Und wir fahren auch rein, weil da voll die Überrundungen, das gefällt mir gar nicht. Bei den zwei Schreithähnen habe ich da keinen Nerv drauf. Bottas auf der 2 jetzt und Raikön direkt dahinter. Also Bottas fährt die andere Strategie. Aber 19 Sekunden. Das ist fast ein Stopp. Chef, lass das mal meine Sorge sein, das passt eigentlich. Nee, oder? Jetzt biegt da auch noch einer ab. Boah, Phil aber diesmal nicht ganz so viel riskiert. Aber ich bin näher rangekommen an dem Haas. Fertig, los jetzt. Ja, perfekt, ey. Wieder perfekt in der Boxengasse überholt. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Fernando ist reingekommen. Ja, und wir bleiben vor Hamilton, vor Bottas. Ja, sauber. Sehr schön. Ich glaube, Bottas ist auch abgeborgen. Aber jetzt müssen wir mal das Benzin einsparen. 5,8 haben wir dann sogar noch verloren. Das würden einige natürlich auch beschweren. Sich eine Beschwerde, du fährst die Boxengassen einfach ja auch nicht korrekt. Eigentlich schon, weil man die weiße Linie wirklich nicht beachten muss bei der Boxengassen-Einfahrt. Und so wird das Spiel ja auch irgendwie was sagen. Also, wie die Boxengassen-Einfahrt man hier fährt, spielt keine Rolle. In echt machen sie es meistens so, dass man da innerhalb fährt. Damit man den Hintermann das wirklich anzeigt, dass man reinfährt. Aber wie du die Kurve, wie du hier reinfährst, spielt eigentlich keine Rolle. Weil du die Linie wirklich missachten darfst. Laut Reglement. Nur die Ausgangs-, also die Linie bei der Boxengassenausfahrt, die darf man nicht ignorieren. Die hier nicht. Die ist aber nicht relativ lang hier. Aber die Einfahrt spielt keine Rolle laut Reglement, die Ausfahrt schon. Weswegen ich dann auch einfach da so reinbretter. Klar, die KI macht's anders. Die zeigt es dir halt einfach an. Du kannst den gesamten Schwung halt noch mitnehmen für die Boxengassen-Einfahrt. Deswegen vielleicht auch Hamilton dadurch Zeit verliert. Man hat es ja mit dem Haas sehr gut gesehen. Also mit der erhöhten Aerodynamik macht die Strecke auch mehr Spaß. 5,0. Okay. 1,88. Okay, Helmut eine halbe Sekunde schneller. Der dreht jetzt auf. Klar, super soft. Je härter der Reifen, umso langsamer bin ich. Im Vergleich zur Konkurrenz. Das war schon auch im Vorgänger schon so. Das Benzin werden wir einsparen. Also es könnte aber spannend werden gegen Hamilton.
in der Schlussphase. Aber kam halt auch am Anfang nicht vorbei. ...4,5. Der holt alles im Mittelteil jetzt raus. Oder ist das nur eine kurzzeitige Phase? Von Hamilton. Ich komme nicht unter eine 1,8,9. Hamilton hingegen schon. Ich muss noch ein bisschen Benzin sparen. Das ist Magnussen vor uns. Danach kommt Großbritannien und Ungarn. Ungarn wird schwer. Ungarn wird nochmal ein richtig schweres Rennen. Zwei Zehntel schneller jetzt gefahren in der Runde. Nice. Das ist das, was ich brauche. Und das DRS kriege ich von Magnussen. Ja, sauber. Ich bin die gleiche Zeit gefahren wie Hamilton, deswegen wird da oben gerade nichts angezeigt. Klar, im Winter könnte ich jetzt auch Magersken und Benzin sparen. Ich hier schön außen herum überholen muss. Jetzt verliert der Hamilton wieder Zeit. War also nur kurzer Show-One von Hamilton. Scout ist Teamkollege. Fernando gerade auf P7. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 8,5. 8,5 fährt der. Das fahre ich auch. Also Alonso ist ja eigentlich nicht weg bei der Musik. Die Anfangsphase, echt die Anfangsphase hat Alonso wieder mal das Genick gebrochen. Ja, sieht sehr gut aus hier für das Rennen. 5 Sekunden. Aber Save ist gar nichts. Save ist es erst, wenn wir über die Skat-Ziellinie gefahren sind. Wenn die Zielflagge geschwenkt wird. Dann kann ich mir den Rennsieg hier einrahmen. Der biegt ab, das finde ich gut. Der Stroll. Dann stört er mich nicht. Gibt mir sogar noch das DRS. Oh, das war jetzt abgekürzt, da ist der Master. Komm, komm mal her. Deswegen, für Master jetzt ist es keinen Sinn, auf Ultras zu wechseln. Ja, weil er die jetzt nicht ausfahren kann gegen die Konkurrenz. Deswegen halte ich auch von dieser Strategie nichts. Dass man nochmal so einen weichen Reihensatz zum Ende fährt, davon halte ich nichts. Ich weiß, dass es viele gerne machen, aber es macht für mich rein von der Taktik her keinen Sinn. Weil wenn du eben Überrundungsstress bist, dann bringt dir das gar nichts. ...4,6. Aber wir haben noch 20 Runden vor uns.
Also es ist noch eine gute halbe Stunde. Es ist noch eine gute halbe Stunde. Runden, also noch mit dieser. Scatos Teamkollege. Ja, P7 wird er auch wahrscheinlich einfahren. 26,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superreichen. Er wird in Ungarn performen. Also Ungarn, da habe ich den Alonso auf der Siegrechnung. Da könnte er den ersten Sieg feiern. In Ungarn fahre ich mit mehr Abtrieb, habe auf der Geraden Probleme. Ungarn ist nicht einfach. Also Ungarn, da habe ich den Alonso hoch in der Rechnung. Bei Ungarn muss ich mir schon Regen wünschen. Zumindest im Rennen. Aber der Vorsprung bleibt momentan gleich auf Hamilton. 4,5, auch auf Vettel 7,6. Also die Fliege mache ich hier vorne nicht. Kurz nochmal die Teile angucken. Verbrennungsmotor 41%, das reicht dicke. Getriebe 21%. Also für 6 Rennen reicht das leider nicht. Das Ding ist seit Aserbaidschan drin, seit dem Rennen. Da ist noch kein Training und kein Qualifying mit drin. Das heißt, da müsste man nochmal 5% dazu addieren. Also aktuell würde ich sagen 15% Verschleiß pro Wochenende. 15 mal 6, das ist zu viel. Da wären wir bei 90. Und bis 70 kann ich mir das nur erlauben. 1,88. Fahrer hinter mir. ...1,85, okay. 3 Zehntel. Oder wenn ich will, kann ich die schneller fahren. Wetterbericht. Also wird kein Regen mehr kommen. Es bleibt furztrocken. Also Benzin ist gleich drin, 0,09 noch. Da fahre ich auch die 8,5. Also wenn ich will, dann kann ich die fahren. Quasi Hamilton covern. Bottas fährt eine 1,81. Das sind auch nur 2 Zehntel, der wird auf den Ultras unterwegs sein. Also wenn du hier nicht zu weit rausfährt, oder wenn man rausfährt, wenn man in der letzten Kurve nicht zu weit rausfährt, dann gewinnt man sogar noch in meinen Augen ein bisschen Zeit. So, 0,01, 0,02 jetzt vom Benzin her.
Das heißt, in den letzten Runden, 15 Runden können wir hier ein bisschen anders fahren. Ja, aber nicht so mit Verbremsen. Oh, minus 0,05. Also dieses Benzinsparen, das funktioniert nur auf Standard. Standard und Mager, da merkt man das. Aber wenn du auf Fett fährst, merkst du das gar nicht, dass du in den Benzinverbrauch investiert hast. Oh, 3,8. Hemmen kommt schon näher. Vettel jetzt auch durch den Fahrfehler. Oh, das Grip-Niveau ist richtig geil. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 27,2 Sekunden. Also, das ist ein bisschen viel. Für Fernando, so eine halbe Minute. Also, es ist umgerechnet fast eine halbe Sekunde pro Runde. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das zu viel ist für meinen Teamkollegen. Gut, ich hatte eigentlich seit Runde 1 gefühlt freie Fahrt. Das ist mein Vorteil gewesen. 3,8. Also ich konnte die Pace des Autos halt von Anfang an umsetzen. Mein großer Trumpf. 1,82. Wie gesagt, ich kann schneller fahren, wenn ich das will. Und ab jetzt sowieso mit Fett. Jetzt stehen mir die Türen alle offen. Also Last to First Rennen wäre hier extrem knackig geworden. Das wäre nicht so ein einfacher Sieg gewesen. Beziehungsweise es würde nie ein einfacher Sieg werden. Punkt. Und 7,3. Schadus Teamkollege. Fernando derzeit auf P6, sechster Platz für Fernando. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 27,4 Sekunden. Sie fahren mit Balken super weich durch. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,87, aber der ist jetzt auf Position 6. Also noch vor Force India und vor beiden Red Bulls. Und jetzt verliert Hammond wieder gefühlt Zeit. Oh, das war knapp. Knapp vorm Abflug. Ja, kein guter Schlusssektor. Fahrer hinter mir. Okay. Ich glaube, das war's für heute. Für Hamilton. Und natürlich auch wieder ein wichtiger Meilenstein für die Fahrer-WM.
Muss ja bis auf mein Benzin achten. Versuch mal den siebten Gang. Das geht mittlerweile. Nochmal schnell 1,81. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1. Auch 1,81. Also aktuell geht hier, es geht kein Weg an mir vorbei heute. Also sie kann nur über mich gehen heute. Das muss auch Hamilton anerkennen. Vielleicht knacke ich nochmal die schnellste Rennrunde. Vielleicht. Was ist die Bottas-Zeit? Die noch schneller ist. Weil das war das i-Tüpfelchen. Was wäre wirklich das i-Tüpfelchen? Ja, im Fall jetzt pro Runde Zeit. Klar, Qualifying-Zeiten fahren wir hier nicht. Das war ja ein 6er-Bereich. 6 hoch. Ah, er hat es gerutscht. Mit keine Bestzeit. Alter, doch noch so knapp, ey. Was hat denn der Bottas dann Endzahlen? Also, Hundertstel und Tausendstel würde mich da gerne mal interessieren. Was der Bottas da hat. Okay, die Runde wird das eigentlich schon mal nichts. Fahrer hinter mir. Das macht gerade richtig Fun, das Auto ans Limit zu bewegen. Selbst in der dritten Saison bekommt man, glaube ich, doch noch eine Steigerung. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 33,1 Sekunden. 33. Das ist eine Nummer, ey. 33 Sekunden. Das ist eine halbe Runde bald. Das ist eine halbe Runde. Das ist ein bisschen viel, Alonso. Alonso hat wohl keinen Bock mehr. Ich merke gar nicht, dass die Reifen so alt sind. Na, sauber war das jetzt nicht. Okay, Evan dreht wieder ein bisschen auf. Für die Stabilität ist der trotzdem der sechste Gang besser. Der sechste und der vierte. Okay, Hamilton will es nochmal wissen in den letzten 7 Runden.
Der will noch mal näher kommen. Aber dann vorbeikommen, das ist auch nicht so, ja, einfach. Ich meine, der ist jetzt wieder kaputt. Sie sagen, nur wenn das ein Problem hat, fällt mir mal gerade auch auf. Also die melden sich nicht, wenn es wieder in Ordnung ist. Das muss der Spieler selber realisieren. Wird ja auch per Software gesteuert. 3,5. Pelle wird auch schneller wieder. Wenn ich wieder ein bisschen langsamer werde. Und zwar deutlich langsamer werde. Schickatus Teamkollege. Fernando derzeit auf P6. Sechster Platz für Fernando. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 35. 9 Sekunden. Sie fahren mit Balken zu erreichen auf die letzte Rundenzeit. Dabei 1,9,8. Jetzt habe ich den Wehrlein vor mir. Aber Alonso bekommt nochmal Druck von hinten. Trotzdem P1 und P6 wäre ein super Ergebnis. So wie ich heute gefahren bin, so muss ich in Ungarn auch fahren. Jetzt passt das Setup aber auch für mich. Okay. Ja, wir fahren jetzt auch noch 5 Runden. Von dem her alles gut. Ja, die beiden wollen es jetzt wissen in der Endphase. Die wollen es jetzt nochmal richtig wissen zum Schluss. Die denken sich auch, jetzt wollen wir dich nochmal herausfordern, den McLaren da vorne. Gucken, ob du nochmal zulegen kannst. Ich kann natürlich auch noch zulegen. Der Wagen aber hier rutscht nicht. Das war auch nicht optimal. Aber eine 182 kriege ich hin. Bisschen zu schnell im Kurveneingang. Zwei Komma acht, 2,5. Aber er müsste schon fast ja immer eine Sekunde auf, und das ist schwer auf dieser Rennstrecke. Ne, also der sechste Gang sorgt für mich für mehr Stabilität. 1,85. 2,4. Vettel fährt weiterhin eine 1,79. Es reicht nicht für die beiden, die holen zu wenig auf. Aber klar, es ist Druck. Die erzeugen jetzt gerade nur Druck. Dass ich einfach nochmal einen Fehler reinhaue. Etwa 2 Runden kommen wir mit
dass du etwa zwei Runden sagst. Also mit einer Time Penalty würde es ja ganz anders gerade aussehen. Warum? Da steht einer. Verstappen aus dem Rennen. Ja, der hat auch ein Problem gehabt, das ganze Rennen über. Gut, in echt würde ich sowieso. Ist jetzt sowieso vom Spiel kein Safety Car mehr kommen. Also Reifen haben locker die Strategie mitgemacht. Und es wird der vierte Sieg in Folge. Hier in Österreich. Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Österreich. Mal schauen, was in Spielberg funktioniert. Wir bringen dann nochmal ein Reifenabnutzungs-Upgrade mit. Das ist die letzte Runde. Zwei Sekunden. Das müsste eigentlich echt gewesen sein. Für Hamilton. Grosjean meint auch nochmal das Zeichen zu segnen. Oh, jetzt muss ich Benzin sparen. Da hinten ist er. Geführt von Runde 1 bis 71. Oder machen wir den Fehler von Sebastian Vettel in Kanada? Da steht Grosjean. Aber auch das alles kein Problem. Ein Überholmanöver haben wir eigentlich nur gesehen im Rennen. Eins. Und das war gegen meinen eigenen Teamkollegen. Letzten zwei Kurven. Fährt Philipp auch nochmal sauber. Fährt jetzt über Schatzi. Das ist der Rennsieg. Jawohl, Baby. So muss das laufen hier. Wann ist die Leistung mal nicht großartig? Nein, Spaß beiseite. Wir haben den nächsten Sieg für McLaren Honda eingefahren. Die Konkurrenz muss was in ihre Motorenabteilung noch investieren. Gerade Mercedes und auch Ferrari. Renault, ja, die hinken ja schon seit mehr als einigen Rennen schon da zurück. Nächster Sieg. Die Umstände haben heute perfekt zu dem Auto gepasst. Naja, im Training war ich nicht zufrieden mit dem Setup. Im Qualifying lief es schon besser. Auch im Regen noch mal was von Fernando Alonso mitgenommen aus dem Wochenende hier. Kimi freut sich über P5. Da hinten sehen wir noch Alonso, der gerade aussteigt. Der wird alles andere als zufrieden sein, nachdem er die Pole Position von gestern hier nicht ummünzen konnte in einen Rennsieg. Wir freuen uns aber mit Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die Top 3 in der WM, auch hier ganz oben auf den Podest. Der WM-Titel, der kommt immer und immer, immer näher für uns in McLaren. In der zweiten Saison waren wir schon so nah dran. Da hat uns ja der Hamilton eigentlich richtig die Rechnung gemacht. Aber in dieser Saison dominieren wir das Feld. Bisher immer auf dem Podium gewesen, immer. Es gab kein Rennen, wo wir nicht da oben standen. Und das habe ich mir so ein bisschen auch als Ziel gesetzt für diese Saison. Wir gewinnen den großen Preis von Österreich vor Sebastian Vettel. Nein, vor Lewis Hamilton mit 1,4 Sekunden Vorsprung. Sebastian Vettel auf Position 3. Bottas wird Vierter vor Kimi Räikkönen. Sergio Perez hat sich dann Fernando Alonso doch noch schnappen können. Der wird am Ende Siebter. Daniel Ricciardo auf der 8. Nico Hülkenberg im Renault holt wieder starke 2 Punkte. Und Kevin Magnussen im Haas holt den letzten Punkt. Viele Highlights gab es allerdings nicht zu begutachten, aber wir schauen sie uns trotzdem noch einmal an. Die Highlights, das Highlight, so muss ich sagen, das Highlight war eigentlich das fahrerische Können meinerseits, dass ich die gleiche Pace fahren konnte wie Hamilton und Sebastian Vettel. Aber das Wichtigste erstmal vorneweg, wir haben Fernando Alonso gleich in Runde 1 bekommen, in Kurve 1 zwar nicht, aber dann
hin zur Kurve Nummer 2, beziehungsweise es ist ja mittlerweile Kurve Nummer 3. Im Windschatten angesaugt mit Fett an unser Teamkollegen vorbei. Da kam, glaube ich, ein nicht so schöner Funkspruch an Fernando Alonso. Kriebel is faster than you. He driving for the championship. So könnte man das richtig gut ausdrücken. Alonso Start war gut, er lässt uns genug Platz und wir lassen ihn auch genug Platz, so wie das ja sich unter Teamkollegen gehört. Aber dann kommt der schwache Motor zu tragen. Wir haben Windschatten, wir haben eigentlich alles und fahren da ja einfach mal gekonnt vorbei, bis wir uns dann ein bisschen leicht verbremst haben, was Alonso aber nicht wirklich ausnutzt, so wie ich das zum Beispiel immer gerne gemacht habe in den letzten Saisons. Die beiden Mercedes waren direkt oder fast direkt dahinter. Wir schauen uns das Ganze mal aus der Sicht von Valtteri Bottas an, denn der muss sich erstmal hinten einreihen. Da kommt aber eine Red Bull von der Seite, überraschenderweise. Also der Red Bull war auch kein anderer als Max Verstappen hier. Der lässt erstmal schön den Kimi längs liegen. Der Sergio Perez kommt genauso gut weg und dann beim Anbremsen ist halt der Verstappen schon daneben. Und ja, aggressiv wie der junge Holländer ist, so kennt man ihn halt auch. So kennt man ihn halt auch einfach aggressiv schon in Kurve 1. Gewinner des Skats könnten wir sagen, wer Verstappen? Nein, war dieser Mann hier, Nico Hülkenberg. Denn der, da müsste man genau aufpassen, der Verstappen fährt viel zu weit raus. Also fährt quasi so ein bisschen in Bottas und Perez rein. Und dann kommt der Hülkenberg, der sich hier vorbeiquetschen möchte an Finnen, Kimi Räikkönen, an Sergio Perez und auch an Max Verstappen. Und bremst jetzt radikal hier rein in Kurve Nummer 3. Die vier Topfahrer sind da vorne schon weg. Verstappen Position 5, Bottas auf der 6 und Hülkenberg wird am Ende wenigstens noch 7. Alonso musste sich relativ früh Hamilton geschlagen geben. Genauso auch Sebastian Vettel. Die beiden konnte er nicht halten. Auch die beiden, oder beziehungsweise der Red Bull war irgendwann fällig. Genauso wie Bottas. Aber das hat ein bisschen länger gedauert. Und schön, wie Fernando Alonso hier am Kämpfen war. Zu kämpfen hatten dann einige aber allerdings nicht mehr im Rennen. Zum einen Marcus Ericsson, Lance Stroll mit Plattfuß, der schlicht ein bisschen langsam rum. Das mochte ein Wehrlein zum Beispiel nicht. Aber was auch geil zu sehen war, wir fahren links an Stroll vorbei und der Hamilton fährt ganz knapp rechts an dem Stroll vorbei. Sah richtig geil aus von außen. Meiner Meinung nach war das auch unnötig von Wehrlein, genauso wie die Ausfälle auch teilweise unnötig sind von Esteban Ocon, John und Palmer, Max Verstappen und Roman Grosjean. Währenddessen ist nichts passiert, wir haben das verwaltet vorne, beziehungsweise verwaltet ist für mich der falsche Ausdruck. Schöne kleine Sprungschanze noch für Grosjean, das hat auf jeden Fall den Streckenrekord gebrochen. Wir feiern den nächsten Sieg und in der Fahrer-WM wird es immer eindeutiger. In der Fahrer-WM heißt der Vorsprung jetzt 80 Punkte vor Lewis Hamilton. Der hat 111, der müsste einen ausgeben. Vettel mit 102 dahinter. Addieren wir 15 Punkte drauf, hätten wir 65 Punkte Vorsprung. Also mehr als zwei Rennen. Fernando Alonso muss die Position leider abgeben gegenüber Kimi Räikkönen. In der Konstrukteurswertung behalten wir die Führung mit 68 Punkten Vorsprung vor Mercedes und 85 Punkten Vorsprung vor Ferrari. Force India nach wie vor deutlich die vierte Kraft. Renault bleibt weiterhin vor Haas, weil hier Hülkenberg einen Punkt mehr sammelt als das Team aus Amerika. Das war das Rennen. Ja, viel gab's echt nicht zu sagen. Das war, ich glaube, ne, langweiliger wird, was ist jetzt langweiliger als Kanada oder nicht? Das ist eine gute Challenge hier, das ist gerade eine gute Challenge. Wir machen jetzt den Titel, welches war das schlechteste Rennen in dieser Saison, ja. Das könnt ihr mir gerne auch hier natürlich in die Kommentare posten. Welcher Favorit ist da bei euch ganz vorne momentan? Also welches Rennen fandet ihr bisher am langweiligsten? Zum Zuschauen. Ganz offen und ehrlich, welches Rennen war bisher in der Saison das langweiligste? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. So. Und wir schauen mal ganz kurz. Ich hätte jetzt 481 Ressourcenpunkte. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt noch schöne 500 Ressourcenpunkte. Nicht ganz. Aber könnten wir die Gewichtsreduktion weitermachen. Das möchte ich auch eigentlich machen. Danach könnte ich auch hier runter schon gehen in die Abteilung. Aber ich will hier rüber. Ich will bis zur Nasenstruktur gehen. Und mal schauen, was dann der Wagen noch mehr in der Lage ist. Okay, wir bauen den Motor ein. Wir bauen die im GUK ein.
die könnten wir eigentlich drin lassen, weil die werde ich sowieso nicht mehr benutzen, genauso wie den Energiespeicher. Hier werde ich auch nichts mehr benutzen. Und die Scroll-Elektronik ist echt das kleinste Problem. Der Turbolader geht auch noch. Getriebe 24%, das passt soweit. In der Entwicklung haben wir alles. Also geht es auf nach Großbritannien. Ja, geil. Quiz konnte nur gute Neuigkeiten verkünden. Wir haben jetzt mit dem nächsten Upgrade noch weniger Reifenverschleiß. Das bedeutet nochmal minus 2,5% weniger. Der Hubdämpfer wurde verbessert. Vertikale Schläge werden besser absorbiert, wodurch die Reifenabnutzung reduziert wird. So sieht es aus. Das bringt uns jetzt vor Ferrari. Die Scuderia haben wir dadurch jetzt auch im Leistungsdatenblatt überholt. Das heißt, wir sind jetzt das zweitstärkste Team. Viel fehlt nicht mehr. Dann haben wir auch, da sind wir vorbei an Mercedes. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen eigentlich? Eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ne, eigentlich wirklich nicht mehr viel. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder nach Malaysia einen Sponsorenbonus bekommen. Dann würden wir das Ganze noch schneller voranbringen als ohnehin schon. Wir können mal ganz kurz schauen. Im Antrieb ist immer noch das stärkste Team, aber nicht mehr von der Leistung her. Da sind wir nicht mehr das stärkste Team. In der Aerodynamik nach wie vor und im Chassis haben wir jetzt Renault überholt. Da stehen nur noch Voss India, Mercedes, Red Bull und Ferrari vor uns. Ich hoffe, euch hat das Rennen trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mitteilen und könnt auch in die Kommentare schreiben, was bisher das langweiligste Rennen in dieser Saison war. Macht's gut, haut rein und tschüss!